Lkw fahren mit Strom aus Oberleitung. Unter normalen Verkehrsbedingungen läuft auf der A5 in Hessen ein Pilotprojekt an. In beiden Fahrtrichtungen sind jeweils 5 Kilometer mit Oberleitungsmasten versehen, die es Hybridlastern ermöglichen, Energie zu tanken. Eventuell könnte daraus eine ökologische Alternative für ganz Deutschland werden. Die erste Elektrostrecke auf einer deutschen Autobahn steht von heute an für den Güterverkehr zur Verfügung. Auf der stark befahrenen A5 zwischen Langen-Mörfelden und Weiterstadt in Hessen können nun Hybridlastzüge im realen Verkehr über Stromabnehmer an Oberleitungen Energie tanken. Die Lastwagen sollen wie bei Zügen an die Leitung andocken und die Batterien aufladen. Im Rahmen des Projektes ELISA sollen alle Daten gesammelt werden, die für einen späteren Ausbau des Systems in Deutschland relevant sein könnten. In beiden Fahrtrichtungen sind auf der rechten Spur jeweils 5 Kilometer mit Oberleitungsmasten versehen. Dem Bundesumweltministerium zufolge geht es darum, sich Modelle anzuschauen, was für die Zukunft die beste Variante für den Schwerlastverkehr auf der Straße ist. Für insgesamt 3 Teststrecken gibt das Umweltministerium knapp 50 Millionen Euro aus, knapp 15 Millionen alleine für den Abschnitt auf der A5. 2 weitere Teststrecken sollen in Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg entstehen. Hybridmotor übernimmt, wenn Akku leer ist. Ab sofort